Hallo Freunde, heute beschäftige ich mich mit meinem Godox SL60W Videolicht. Ich möchte nämlich den Lüfter tauschen. Und zwar der Lüfter, der jetzt hier drin ist, der macht ein unangenehmes Lüftergeräusch, ein richtiges Surren. Und wenn man jetzt Videos mit dem Licht aufnehmen möchte, hat man immer diesen nervigen Lüfterton auf dem Video. Und deswegen ist es jetzt einfach mal den Versuch, den Lüfter zu tauschen von diesem Videolicht. Als Hilfe habe ich mir Fabi dazu geholt, der hat das notwendige Werkzeug dafür und es sollte eigentlich in 20 Minuten erledigt sein. Ich bin gespannt, ob es funktioniert. Einen Lüfter habe ich mir dafür, also einen passenden im Internet bestellt. Es ist dieser NF-A8 Flex Lüfter und den tauschen wir jetzt. Jetzt will ich euch nur mal kurz zeigen, wie laut der Lüfter tatsächlich auch ist im Betrieb. Machen wir das Licht an. Jetzt geht's los mit den ersten drei Schrauben. Kannst du ein bisschen noch drehen? Ja, so. Ich hätte einen Akkuschrauber nehmen sollen. Ja, das finde ich. Geht schon. Bin echt gespannt, ob wir es hinkriegen. Ich auch. So, geht das so? Ja. Die drei Schrauben kommen jetzt erstmal dahin, dass wir die wiederfinden. Die Schraube. So, jetzt pass auf. Die Schrauben her. Ja, jetzt sind da noch mal vier Schrauben da innen drin, die man auch noch lösen muss, um das Teil da abzukriegen. Da braucht ihr einen Kreuzschraubenzieher, einen kleinen. So, die nächste. Jetzt haben wir das schon mal locker. Jetzt lassen wir aber trotzdem mal die Schrauben rausfallen. Vorne sind die Schrauben locker, jetzt fangen wir hinten an, das Gehäuse zu öffnen. Wie viele Schrauben sind es jetzt? Das sind jetzt vier Schrauben. Mit dem können wir da gar nicht. Bis dahin hätte ich mir es auch noch zugetraut, aber dann wird es echt kompliziert mit dem Anstecken. Vielleicht klappt es, vielleicht. Es klappt. Das klappt schon. Keine Profis. So, drei Schrauben sind schon mal lose. So, das ist locker. Okay. Im nächsten Schritt können wir jetzt hinten die Abdeckung abziehen. Ist die noch nicht ganz locker? Ja, und jetzt geht es ans Eingemachte, jetzt wird es kompliziert. Jetzt müssen wir die LED-Stecker erstmal finden. So, jetzt machen wir uns aber erstmal sicherheitshalber ein Foto. Genau, erstmal machen wir jetzt Platz. So. Haben wir nämlich schon mal mehr Platz. Das wird nicht der Stecker sein, den wir brauchen. Den ziehen wir jetzt aber. Warte mal kurz, warte mal kurz, warte mal. Ganz kurz, okay. Das ist hier der erste. So, jetzt bauen wir die erste Steckverbindung ab. Jetzt müssen wir ein bisschen langsamer machen. Kleinen Moment, dass ich das hier irgendwie mit filmen kann. Kleinen Moment. Und jetzt holen wir uns
den Lüfter, oder? Meinst du, genau, das Lüfter? Ich denke mal, es wird dieser Lüfterstecker sein, aber ja, ein bisschen tun wir sie eh nicht. Zack. Dann mit denen raus ist er. Schauen wir mal, ob wir das jetzt hier rausziehen können. Den ersten haben wir schon draußen. Den zweiten haben wir jetzt auch draußen. Und der dritte. Den bekommen wir nicht ganz raus. Der kann jetzt da bleiben. Den brauchen genau, wir. Den bekommen wir eh nicht ganz. Also zeig mal hier die beiden Kabel. Das ist einmal das hier und das hier. Klammern. Jetzt haben wir die beiden. Und die führen dann wohin? Die führen dann irgendwo in den Lüfter rein. Weiß ich auch nicht genau. Verstehe ich auch nicht. Okay. So, und jetzt holen wir den Lüfter wirklich raus. Jetzt haben wir da vier Schrauben wieder, die geöffnet werden. Oder herausgeschraubt werden. Von der Zeit her sollte man schon eine halbe Stunde einplanen, ne? So. Zweite Schraube. Alle gleich lang, diese Schrauben. Ich hoffe, wir bekommen das wieder zusammen. Ja. Ich habe ja mitgefilmt, von daher. Stimmt auch wieder. So, und die letzte Schraube. Gut, haben wir jetzt die jetzt vier Schrauben. Kannst du filmen. So, jetzt haben wir eine Lüfte rausgeholt. Jetzt wird es kompliziert. So, jetzt legen wir uns den erstmal dahin. Also wir müssen jetzt das Kabel oder die Steckverbindung vom alten Lüfter abzwicken, weil die nicht kompatibel ist mit dieser Computerlüfter-Kabelverbindung. Das Kabel da noch vom Durchziehen? Ja, wir haben ja nämlich hier noch einen Haufen Kabel. Okay. Und ich will ehrlich gesagt nicht das Risiko eingehen, dass wir zu wenig haben. Lieber habe ich zu viel wie zu wenig. Okay. Deswegen kappen wir jetzt einfach mal ungefähr hier pro forma. Zack. Gut. Weil den Stecker, den brauchen wir ja noch. Den Schmarrn brauchen wir nicht mehr. Den Kollegen brauchen wir auch nicht mehr. So, dann brauchen wir hier, das sind die richtigen Kabel drin. Dann machen wir jetzt einfach mal Schnipp, würde ich sagen. So, ist wurscht. Probieren wir es mal hier. Dann brauchen wir ein Cuttermesser. Ja, okay, ich habe jetzt nur ein Teppichmesser, aber das ist auch wurscht. Und probieren hier ganz vorsichtig die Isolierung einzuschneiden. Okay, das funktioniert nicht. Machen wir es mal kurz so. Und schneiden uns da mal einen Ticken ab. Und stecken die Kabel dann wieder hier rein, damit die geschützt sind. Einfach als Schutz ist das, ne? Okay. Ja. Und es sieht halt auch einfach besser aus. Ja. Sieht aus, als hätten das Profis gemacht. Und jetzt muss man 8 mm kürzen. Ja, jeweils. Halt dieselbe Länge. Dann. Verletzen. So. Zack, Nummer 1. Zack, Nummer 2. Und dasselbe machen wir dann bei dem Stecker hier auch. Ja. Den wir über haben. Ups, zu viel Gefühl. Man muss natürlich aufpassen, dass man keine Adern verletzt, sondern nur halt die Isolierung wegmacht. So, und jetzt haben wir im Endeffekt diese Enden über. Jetzt haben wir hier so Schrumpfschläuche. Schauen wir mal, ob wir da irgendeinen haben, der so halbwegs passen würde. Ja, nehmen wir doch gleich mal den. Jetzt haben wir uns die quasi so zusammengezwirbelt. Das machen wir jetzt mit denen auch. Mhm. Und dann passen die nämlich auch definitiv in dieses Loch rein. Das Loch ist nämlich relativ eng. Und keine Haare dran, ne? Gott sei Dank. So, jetzt haben wir uns so eine tolle Adern-Endhülse gebaut. Jetzt stecken wir dieses Kabel gefühlvoll da rein. Und zack.
dieses Kabel da rein. So. Ah, ich habe was vergessen. So, dann haben wir hier einen Schrumpfschlauch. Machst du das jetzt mit einem Schrumpfschlauch? Oder? Nee, nee, wir brauchen dann die Isolierung, dass die Kabel nicht aneinander kommen. Mhm. Deswegen machen wir dann da später einen Schrumpfschlauch drüber. Zack. Dann stecken wir die Schrumpfschläuche einfach mal über dieses Kabel drüber. Dass wir die später haben. Mhm. Okay. Ach, da kommt nochmal ein Schrumpfschlauch drüber. Diese Schrumpfschläuche sind jetzt die Isolierung, oder? Ja. Damit wir da keinen Kurzschluss verursachen, weil wir natürlich pushen. Ja, wir pushen lieber so wie anders. Dann haben wir hier quasi eine Art und Endhülse, die wir uns schon gerade eben zusammengebaut haben. Und schauen, dass wir die da irgendwie drauf bekommen. Genau so. Dann kommt dieses Kabel jetzt oben rein. Gelb auf gelb. Gelb auf gelb, ist klar. Na, geht's da ganz rein. So. Jetzt werden die einfach zusammengepresst. Genau, jetzt haben wir hier eine schöne Verbindung. Schön ist sie nicht, aber fest. Zugtest hält. Und wenn wir ganz sicher sind, machen wir jetzt hier einen Schrumpfschlauch drauf. Und uns einfach schnell ein Feuerzeug zur Hilfe. So, jetzt ist nämlich die Verbindung echt fest und da kann eigentlich auch nichts mehr passieren. Und das Ganze machen wir jetzt dreimal, also noch zweimal. Mhm. Wieder rein ins Loch. Zack. Rot auf rot. Rot auf rot. Und wieder schön pressen. Nächste Verbindung. Schrumpfschlauch drüber. Zack, nächste Verbindung. Das brauchen wir nochmal. Wie sehen diese Teile eigentlich genau aus? Welche? Die du gerade rausgeholt hast, dass man die nochmal auf der Handfläche sieht. Das Originalteil. Zeige ich dir gleich. Wieder da drüber. Den wieder hier rein. Das ist nicht ganz so schön geworden, aber das hält. Das ist eigentlich egal. Das liegt ja da drinnen nur drinnen. Also wo will es denn hin, hat ja eh kein Geld. So. So, die Verbindung ist jetzt da. Zeig nochmal die. Ja, im nächsten Schritt bauen wir jetzt den neuen Lüfter drauf. Damit der Lüfter auch richtig gut reinpasst, müssen wir dann noch ein bisschen was wegschneiden, dass man auch überhaupt in die Schraube rankommt. Und an den anderen Seiten dann genauso. Nochmal. Das machen wir an allen vier Ecken. Die Plastikabdeckung, meinst du, die können dranbleiben? Ich bin der Meinung, dass sie dranbleiben können. Okay. Wenn nicht, dann müssen wir halt nochmal schauen. Und jetzt braucht ihr Schraubendreher, dass man das hier wieder irgendwie festschrauben kann.
Die schreiben jetzt noch nicht komplett fest, nur dass sie ganz leicht ziehen und zum Schluss erst komplett fest. Und dann wird er eh abgesenkt noch, ne? Genau. Man braucht auch einen Schraubenzieher, der durch das Loch passt. Und da ziehen wir dann einfach mit Gefühl, das können wir da wieder reinstopfen. So. Soll ich von der Seite filmen? Ja, das haben wir so. Jetzt sind wir eh schon so weit, wie wir eigentlich sein wollten. Da sind die Kabeldurchführungen. So. Ja, im nächsten Schritt führen wir jetzt die Kabel durch, also das Lüfterkabel und auch das Stromkabel, bevor wir das Ganze wieder verschrauben. Ja, dann kommen die Kabel hier quasi wieder an. Mal schauen, dass wir das jetzt. Das ist natürlich jetzt ein bisschen dicker, weil wir die Isolierung nicht weggemacht haben, aber ich will solche Sachen halt immer ganz gerne dran haben. So. So, die erste haben wir schon mal drin. Schauen wir mal, ob es einfach geht. Und dann kommen die letzten rein. Ist der stärker oder schwächer, der Lüfter? Schwächer, glaube ich. Oder er ist leiser, also ich weiß nicht, ob er stärker ist. Das ist super leiser Lüfter steht da drauf. Super, ne? super silent. Aber da, das, da die Temperatur sich von dem Videolicht erhöht, ist er vielleicht schwächer. Oder ich weiß es nicht. Was meinst du? Ich habe keine Ahnung. Ich bin nicht so der Computerfachmann. Und weißt du, was lustig ist? Ich hab ja zwei von den Lichtern. Und jetzt ab 2020 liefern sie diese Lichter mit jetzt schon mit eingebauten leisen Lüfter aus, ja. Ist das frech. So, jetzt müssen wir hier die Verbindung lösen, hieß es. Das ist quasi nur eine Weiterschleifung. Scheiße, das tut man nicht. Haben wir das eben so rausbekommen. Na, der will irgendwie nicht. Ich will nicht dieses Ding da rein. So, im nächsten Schritt müssen wir diese Weiterschleifung lösen, also man steckt die Kabel jetzt nicht mehr genauso rein, wie wir sie am Anfang rausgeholt haben, sondern diese Brücke oder die Weiterschleifung bauen wir raus, und zwar die dritte. Mhm. Und der Lüfter wird jetzt in das dritte Teil wieder reingebaut. Guck mal, das sieht man nicht, weil hier ein scheiß Kabel ist. Wir bauen jetzt da in das dritte Teil rein. Sitzt. Und was bleibt lose? Das bleibt lose und das lassen wir einfach hier so drin hängen. Ja. Ohne irgendeinen Hintergrund. Also die. Und das ist jetzt die Stromversorgung, die wird da wieder einfach drauf gesteckt. Jetzt können wir doch mal testweise das Ding kurz anmachen, oder? Mhm. Ob er Strom kriegt. Ja. Also das Licht ist an. Licht ist an, Lüfter läuft. Lüfter läuft. Ist jetzt tatsächlich leiser. Das sehen wir dann, wenn wir den Deckel draufgeschraubt haben. Mhm. Eigentlich müssen wir die Kabel noch irgendwie verkleben da oder so. Ach, für was denn? Wo will es denn hin, das Kabel? Das hat doch eh kein Geld. Das sind die Männer. Das ist mal der. Deswegen werden wir den. Mal.
So, fertig. So jetzt. Also gut, das ist das Werkzeug, was wir für die Umbauauktion gerade gebraucht haben. Ein Abisolierer, Seitenschneider, ja. Irgend so eine spannende Zange, damit man die hier krimpen kann, Spitzzange, Kreuzschraubenzieher, Schlitzschraubenzieher, größeren Kreuzschraubenzieher, ja. Und ein Cuttermesser. Hier haben wir diese Schrumpfschläuche. Das sind die Adern-Endhülsen, okay. Ich glaube, dass das Licht nur minimal leise ist. Hast du da anderes Licht da? Aber ich habe noch ein zweites Licht und jetzt werde ich die mal gegenüberstellen. Also wir machen jetzt mal den reinen Hörtest, wie sich das Ganze jetzt dann tatsächlich ausgewirkt hat. Hier ist der alte Lüfter und das alte Licht. Komm mal ein bisschen näher mit der Kamera. Gut, also ich höre ein deutliches Brummen. Und ich drehe mal vielleicht auf 100%, kannst du das mal wieder aufnehmen? Warte, warte, warte. Auf 100%. Okay. Warte, schau mal. Ja, jetzt schalte ich mal den neuen Lüfter an. Okay. Sagen, dass der neue vom Gesamtgeräusch lauter ist, aber nicht so unangenehm. Wir messen die Lautstärke jetzt auch mal mit dem Dezibelmesser, weil vom reinen Gehör her würde ich sagen, dass der alte Lüfter mehr rattert, aber der neue rattert zwar weniger, läuft ruhiger, allerdings immer noch deutlich hörbar. Also jetzt müsst ihr entscheiden, ob sich dieses ganze Umbauen eigentlich lohnt. Ich schalte ihn jetzt mal an auf 100%. Sind jetzt mal ganz leise. Der Dezibelmesser müsste jetzt auf 40 Dezibel erstmal runterfahren. Jetzt schalte ich an. Jetzt gehen wir mal zu einem neuen, leiseren Lüfter. Jetzt fährt er wieder auf 35% runter, 35 Dezibel runter. Also das Fazit der heutigen Umbaumaßnahme ist folgendes, dass es eigentlich kaum was gebracht hat, obwohl wir diesen flüsterleisen Lüfter eingebaut haben. Also mein Tipp ist, spart euch die ganze Arbeit. So wahnsinnig viel leiser ist es jetzt nicht geworden. Wir haben jetzt gut eine Stunde dran gearbeitet. Das war's von mir. Vielen Dank fürs Zuschauen und ihr könnt ja mal eure Berichte unten in die Kommentare reinschreiben, wenn ihr das gleich mal ausprobiert habt.